Im ersten Teil des heutigen Markeflüsters will ich zeigen, wie Scholz und Habeck die ohnehin schon angeschlagene deutsche Autoindustrie vollends gegen die Wand fahren mit ihrem totalen Setzen auf die Elektromobilität. Genau das will auch die EU, aber mit Scholz und Habeck haben wir hier die Rumpfregierung, die jetzt voll in Richtung Elektromobilität marschiert. Das ist natürlich alles wunderbar und ehrenhaft, nur wird es diese Autoindustrie dann vollends in den Abgrund reißen. Ich will zeigen in diesem Video, warum das so ist. Und es ist auch kein Zufall, dass die deutsche Autoindustrie ein Riesenproblem hat, auch durch eigene Fehler, gar keine Frage. Aber gucken wir uns mal um, gucken wir mal nach Japan, gucken wir nach Südkorea. Die haben alle richtige Themen mit ihren Autoherstellern und wir sehen, dass die Elektromobilität von China dominiert wird und die These, die ich hier zeige oder ich sag mal die Fakten, die ich hier zeige, die besagen völlig klar, wir werden niemals gegen China anstinken können in Sachen Elektromobilität. Warum? Schon alleine, weil die teuerste und wichtigste Komponente eines Elektroautos eben die Batterie ist. Da haben die Chinesen massive Kostenvorteile, etwa die Hälfte die Batterieherstellungskosten in China wie etwa hier in Deutschland oder in Europa insgesamt. Also hast du da mal einen immensen Kostennachteil und das zweite große Problem bei dieser Fokussierung auf die Elektromobilität ist ja, dass du für Elektroautoherstellung viel weniger Leute brauchst und die deutsche Autoindustrie hat um und bei 800.000 Mitarbeiter, die da dranhängen. Also kannst du da schon mal, wenn du nur auf Elektroautos setzt, schon mal mindestens die Hälfte wahrscheinlich per se wegstreichen. Also das wird wahrscheinlich so oder so ein sehr schmerzhafter Weg. Wenn man jetzt hergehen würde und sagen würde, okay, lasst uns Technologie offen sein, lasst uns den Markt, den es noch gibt, auch für Verbrenner, lasst uns den bespielen, dann hättest du wahrscheinlich bessere Chancen, hast zumindest Chancen, Teile der deutschen Autoindustrie noch zu retten. Ansonsten fährst du komplett gegen die Wand und wirst nichts mehr davon retten können. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, die Scholz immer stellt, das ist doch die Zukunft, die Elektromobilität. Ja, jein, würde ich mal sagen. Wir sehen ja, dass da ein Elektroauto schon viele Kilometer fahren muss, damit das Ganze irgendwie in Sachen CO2-Emissionen dann sich rechnet. Erstens, zweitens, wenn wir mal einrechnen würden, was für Folgeschäden etwa durch die Batterie Herstellung respektive den Abbau dieser hochtoxischen Produkte, die du für die Batterieherstellung brauchst, was da alles an Schäden entsteht, das ist nicht mit eingerechnet. Im Gegenteil ist es ja nach wie vor so, dass die EU ja zum Beispiel nach wie vor sagt, ja, Elektroautos verbrauchen ja kein CO2, alles schick. Und das ist natürlich eine glatte Lüge, die wahrscheinlich so oder so bald fallen wird, weil sie schlichtweg irrational ist. Starten wir zunächst mal mit dem, was der gute Olaf Scholz heute gesagt hat. Deutschland ist ein Industriestandort und wird es auch bleiben. Und es ist jetzt wichtig, zusammenzuhalten. Dann sieht man schon, wie ernst die Lage ist, wenn einer sagt, wir müssen jetzt zusammenhalten und müssen vor allem die Elektrofahrzeuge weiter vorantreiben. Deutschland wird also dieser Industriestandort bleiben und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen und so weiter und so fort und so bla bla bla. Wir sehen aber, wenn wir uns diesen Industriestandort Deutschland mal anschauen, dass es seit 2017 im Grunde konstant bergab geht. Einer der Gründe ist Regulatorien oder Regularik. Das zweite sind natürlich hohe Energiekosten. Diese politischen Vorgaben machen die ganze Geschichte noch schwieriger und hier sehen wir mal, was Scholz dann gesagt hat bei Ford, diesem Werk, das ja so in Problemen ist, wo nur Elektroautos hergestellt werden. Wir brauchen Kaufanreize für Elektroautos als europäische Prämie, interessantes Wort, europäische Prämie oder als direkte Förderung für in Deutschland hergestellte E-Autos. Sie sind die Zukunft, wer das Gegenteil sagt. Er will eine Rolle rückwärts machen, da Rolle rückwärts macht jetzt auch das Licht. Ich will einen Sprung nach vorne und für jeden Industriearbeitsplatz kämpfen. Wie gesagt, wenn er denn für den Industriearbeitsplatz in Deutschland kämpft, wo Elektroautos hergestellt werden, dann sind das schon mal ein paar weniger Arbeitsplätze. Und rechts oben sehen wir mal die Exporte chinesischer Hersteller. Also wie krass das nach oben geht und das Ganze eben zu völlig anderen Bedingungen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gucken wir uns mal an, was Scholz genau sagt, wenn er da meint, ich bin dagegen, dass Beschäftigte entlassen werden sollen, nur um Geld zu sparen. Das hat Christian Miele komplett auf den Punkt gebracht. Nämlich, Scholz sagt damit, ich entscheide, wie ein Unternehmen geführt wird.
Ich bestimme, was profitabel ist. Ich weiß es besser als die Unternehmen. Und das Problem ist eben, dass der Profit der Umsatz minus Kosten ist. Und wenn der Umsatz nicht steigt, weil die Märkte saturiert sind oder die Produkte eben nicht gekauft werden, dann müssen eben die Kosten gesenkt werden. So funktioniert Marktwirtschaft. Kein Unternehmer entlässt gerne Menschen, sagt er, aber es ist manchmal eben ein notwendiges Übel. Das Gedankenspiel, das Scholz hier skizziert, nennt sich Planwirtschaft, so ist es. Planwirtschaft bedeutet weniger Wohlstand, weniger Innovation, mehr Armut. Dieser ganze Wahnsinn um staatliche Eingriffe ist in freiheitlichen, demokratischen Ländern immer gescheitert und hat viel Elend produziert. Wir brauchen Freiheit für Unternehmen und nicht staatliche Eingriffe. That's exactly the case. Wir machen also sozusagen mehr von derselben Medizin, die uns schon krank gemacht hat. Und das ist natürlich komplett absurd. Zumal, wie Markus Söder hier sagt, den ich auch irgendwie schwierig finde, aber da hat er einen Punkt. Es ist absurd, Scholz und Habeck haben die E-Mobilität-Förderung in Deutschland ja über Nacht selbst abgeschafft. Nun fordert Scholz eben eine Förderung von der EU. Das entbehrt jeder Logik. Links sehen wir mal Orders, Inventory, also praktisch die Auftragsbestände hier laut IFO-Daten der deutschen Industrie. Und wir sehen, da ist vorbei mit den Zeiten. Als man wahnsinnig hohe Auftragsbestände hatte im Gefolge von Corona, wo sich das ja angestaut hatte, das ist jetzt vorbei. Wir haben eine führende Industrie, wie Sie hier rechts sehen, und das ist natürlich unsere Bürokratie. Aber wie ernst die Lage ist, das hat ein Zuseher meines Videos von heute Morgen geschrieben. Er sagte, ich arbeite selbst in der Autoindustrie, 2 Werke, 1000 Mann als Zulieferer. Kann bestätigen, dass es sehr schlecht aussieht für die Zukunft. Arbeitgeber will 20% vom Lohn, also Lohnkürzungen von 20%, die kommen ja nicht Ihnen zugute, sondern die muss er weniger zahlen. Wenn nicht, Game Over. Hier gestern ja die Nachricht, dass Continental sich jetzt von seiner Autozulieferersparte trennt und dann praktisch nur noch in Reifen macht. Also wir sehen, das ist ein Sterben mit Ansage. Und der Grund dafür ist der, den ich eingangs schon gesagt hatte. Schauen Sie sich mal an, was praktisch China an Batteriekosten hat. Zumindest mit dem bisherigen Batterien knapp etwas mehr als die Hälfte. Warum? Weil dort eben diese ganzen Bestandteile vor Ort sind, die man braucht. Wir Europäer müssen die teurer einkaufen und so ist es kein Wunder, dass die Batterieindustrie in Europa nicht vorankommt. Wir haben ja jetzt das Northvolt-Debakel erlebt, aber wir sehen, wie stark wir hier hinter den Erwartungen, die wir selber hatten, hinterherhinken, weil wir eben nicht in den Quark kommen. Warum kommen wir nicht in den Quark? Weil wir eben auch diese Batterien niemals so günstig produzieren können. Und so sehen wir mal den Preisunterschied etwa für Fahrzeuge in China, beziehungsweise chinesische Fahrzeuge, die in China verkauft werden. Das ist hier Stand noch Ende 23, also ein bisschen her, aber so Pi mal Daumen stimmt das noch. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Fahrzeuge chinesischer Marken, die in China verkauft werden, mal eben 24.000 Euro kosten. Dagegen 55.000 für chinesische, für nicht chinesische Fahrzeuge in Europa, da zahlt man ja so ganz entspannt 50.000, 60.000 Euro im Durchschnitt für die Autos. Da können wir nicht dagegen stinken, wenn die Chinesen auf die Idee kommen, ihre Autos hierher zu exportieren, zumal sie im Bereich Software uns noch weit überlegen sind. Und gerade das ist ja bei Elektroautos eine sehr wichtige Komponente. Dazu kommt, dass die chinesische Autoindustrie natürlich hochgradig subventioniert ist. Die produzieren teilweise unter Kosten. Das Ganze wird dann durch den Staat sozusagen wieder ausgeglichen, respektive wird da Geld reingesteckt. Das können wir natürlich auch machen, aber dann sind wir eben auf dem Weg in eine Planwirtschaft. Wenn wir also weitere Steuergelder verwenden, das sind ja die Schulden von morgen, solche Subventionen, das darf man ja letztendlich nicht vergessen. Und hier sehen wir mal diese Unterschiede oben nochmal bei den Autos. Chinesische Fahrzeuge sind viel günstiger geworden. Die europäischen Fahrzeuge, also Elektrofahrzeuge, sind nicht günstiger geworden. Ich will nochmal klar sagen, ich habe nichts gegen Elektrofahrzeuge. Kleine Elektrofahrzeuge in Städten machen durchaus Sinn. Aber zu sagen, wir produzieren jetzt nur noch Elektrofahrzeuge, das ist die Zukunft. Und die Verbrenner, das ist eine böse alte Vergangenheit. Das ist schlichtweg Quatsch. Ich habe zum Beispiel nach wie vor einen Verbrenner.
Und als ich mir jetzt ein neues Auto gekauft habe, wann war es, vor 2 Jahren, um und bei, dann hat dieser Verbrenner letztendlich einen Verbrauch im Vergleich zu meinem von derselben Marke stammenden Auto von knapp über 50%. Das heißt, ich fahre jetzt mit einer Tankladung gute 800 Kilometer. Vorher bin ich knapp 600 Kilometer, 500 Kilometer gefahren. Das heißt, der Verbrauch geht schon deutlich runter. Und es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland gar oder in Europa die Welt retten können, weil über ein Drittel oder ein Drittel der CO2-Emissionen passiert nach wie vor in China. In Deutschland passieren knapp 2. Also das steht in keinem Verhältnis. Wir werden nicht die Welt retten, auch wenn viele das glauben. Und wir kriegen jetzt ja ein ganz anderes Thema. Jetzt werden diese ganzen Batterien aus den älteren Elektroautos irgendwann bald auf den Schrottplätzen landen. Jetzt sagen manche, ja gut, das kann man als Speicher verwenden. Ist eine schicke Idee, passiert aber noch überhaupt nicht in der Massenanwendung. Und vor allem, was das Problem ist, die Preise für gebrauchte Elektroautos, die stürzen so rapide in den Keller. Viele Autohändler weigern sich ja überhaupt, die noch anzunehmen, während die Preise für Verbrenner relativ moderat nur fallen. Klar, ein Auto, das 2 Jahre alt ist, kostet eben weniger als ein Neuwagen, aber bei den Verbrennern ist eben dieser Unterschied nicht so groß. Hier sehen wir mal den Anstieg der Preise für die Industrie in Sachen Elektrizität zwischen 2019 und 2023. Da ist vor allem UK besonders heftig gestiegen. Rot ist der Zuwachs hier, aber auch Deutschland eben mit 51%. Es gibt andere Länder, die sind da noch schlimmer, aber in den USA -16%. Das heißt, da hatte die Industrie natürlich schon mal per se gewisse Vorteile. Rechts oben, meine Damen und Herren, sehen Sie hier mal Real GDP in Deutschland, also das reale BIP in Deutschland. Und das Einzige, was wächst, das ist Consumption, also der Konsum des Staates, respektive also die Umverteilung von Geldern in einem Sozialsystem, das sozusagen noch mehr oder weniger offene Grenzen hat. Wir haben eine Einwanderung in den Sozialstaat, 50er, 60er Jahre, da hatten wir eine Einwanderung von Türken, von Italienern in den Arbeitsmarkt, die waren alle tätig hier und haben hier mit aufgebaut. Jetzt haben wir viele, die nicht mal einen deutschen Pass haben, die sich fragen, ja, warum soll ich denn arbeiten? Lohnt sich ja gar nicht bei den Geldern, die ich hier beziehe. Aber nochmal zurück zu dieser Autothematik. Und dann sehen wir, die einzige Chance, die wir hätten, wäre, wenn wir jetzt im Trumpschen Sinne hergehen und eben sehr hohe Zölle gegen chinesische Autos verhängen. Da ist man ja nach wie vor in Verhandlung zwischen EU und China. Hier sind ja schon mal prophylaktisch Zölle erhoben worden, aber es wird sozusagen nur so gehen. Wenn ich aber so vorgehe, dann betreibe ich praktisch Protektionismus und dann kann ich mich nicht mehr hinstellen und sagen, aber der Trump ist böse, gell, weil der erhebt die Zölle. Das wird nicht funktionieren. Wolfgang Kubicki sagt hier, irgendwann lässt Scholz den Staat die Autos direkt kaufen und verkauft das als gute Wirtschaftspolitik. Was bringt ein Sprung nach vorne, den Scholz ja hier in dieser Rede bei Ford angemahnt hat, wenn man mit dem Gesicht zur Wand steht? That's exactly the case. Hier sehen wir übrigens mal die Eurozonen-Einkaufsmanager-Indizes und das sind die Composites, also die zusammengesetzten. Würden wir nur den Gewerbesektor sehen, dann wäre das noch viel dramatischer. Und jetzt soll also noch diese Autoindustrie, die ohnehin schon am Boden liegt, jetzt mit CO2-Strafsteuern dann ab 01.01.2025 belastet werden. Wir sehen diesen Niedergang schon an dem Marktanteil an Fahrzeugen. Light Vehicle Production, also von kleineren Fahrzeugen, da sehen wir, der Anteil Chinas geht massiv nach oben, der von Europa geht nach unten, der von den USA, der bleibt auf relativ niedrigem Niveau, relativ konstant. Und all das kommt nicht per Zufall, dieser Niedergang ist kein Zufall, das hatte Daniel Stelter schon 2019 geschrieben, vor der Deindustrialisierung gewarnt, vor dem Niedergang der Autoindustrie gewarnt, vor Verteilungskonflikten gewarnt, die jetzt kommen werden. Aber die nachkommende Generation denkt noch immer, sie lebe in einem reichen Land. Das ist nicht mehr der Fall. Und das Problem dabei ist, dass wir ja die Zukunftschancen unserer Jugend, unserer Kinder damit nehmen, nämlich die ökonomischen Zukunftschancen, während viele aus der grünen Blase glauben, ja, ich werde am Klimawandel letztendlich versterben. Nein, du wirst ein Problem wahrscheinlich haben, weil deine Gesundheitsversorgung nicht mehr funktioniert, weil so viele Dinge, die wir noch kennen aus der Wohlstandssubstanz, nicht mehr funktionieren werden. Das muss man den Leuten klar machen. Und wenn die Industrie wegfällt, dann fallen super bezahlte Arbeitsplätze weg, die unseren Sozialstaat finanziert haben.
das scheint den Leuten irgendwie nicht in die Birne zu kommen. Und so sehen wir, dass diese ganzen Vorzeigeprojekte, Nordvolt, stecken wir mal 600 Millionen rein, leider pleite gegangen. Dann sollte ja in Kaiserslautern eine Batteriefabrik gebaut werden. Absage, jetzt entsteht die wohl in Spanien. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass die Elektrizitätspreise, also die Strompreise, wieder deutlich nach oben steigen. Weil wir schlichtweg zu wenig Wind derzeit haben. Das heißt, wir müssen wieder schön importieren, nämlich gerne auch Atomstrom aus Frankreich, gell? Die eigenen haben abgeschaltet, ne? Der Franzose kann ja machen, was er will. Denn wir sind ja das Vorbild. Habeck hat gesagt, wenn wir es schaffen, dann sieht die Welt, dass man es schaffen kann. Jetzt sieht die Welt, dass wir es nicht schaffen, weil unsere Industrie kaputt geht, weil wir diese Industrie auch durchaus absichtlich gegen die Wand haben fahren lassen, indem wir Energie künstlich verteuern. Diese ganze CO2-Bepreisung steigt ja jetzt um 22% nochmal ab 1.1. Merkel und die Grünen, so lautet hier die deutsche Übersetzung dieses Artikels. Jetzt sind wir zum Schreckbild geworden. Wir sind der Geisterfahrer, nicht die anderen. Die anderen setzen auf Atomkraft. Dann sagt zum Beispiel Zamperoni bei den Tagesthemen, ist ja viel zu teuer und so weiter. Ja, also die anderen sind alle doof, nicht wahr? Die wollen vielleicht irgendwann Datacenters bauen. Dazu brauchst du günstige Energie. Und Atomkraft ist mit allen Problemen, die hier verbunden sind, natürlich günstig in der Summe. Klar muss man die Entsorgungsprobleme mit einrechnen, gar keine Frage, aber wir sind eben immer woker geworden. In Wolfsburg, der Stadt von VW, heißt der Weihnachtsmarkt jetzt nicht mehr Weihnachtsmarkt, sondern Winterwunderland, denn das Wort Weihnachten könnte Moslems verletzen. Wir haben aber eine jüdisch-christliche Tradition und diese jüdisch-christliche Tradition hat uns nach vorne geschossen, die hat auf das Individuum gesetzt, auf die Menschenrechte. Der Individualmensch ist das Abbild Gottes, deswegen ist er heilig, dadurch kamen diese ganzen Menschenrechte. Und all das wollen wir jetzt irgendwie wegschieben. Wir brauchen wahrscheinlich keinen Gott mehr, aber diese Prinzipien, die früher metaphysisch begründet wurden, die sind immer noch sehr wichtig, die sollten wir aufrechterhalten. Und da hat sich dann ja Blume wieder hingestellt, der Chef von Volkswagen, und gesagt, ja, wir brauchen eine neue Strategie für China und die heißt Kosten nach unten. Er versucht also, gegen die Chinesen anzustinken in Sachen Kosten, wird nicht gelingen, wenn wir hier produzieren. Und vor allem nicht mit dem Mindset, wenn wir weiter so vorgehen, wie wir das Ganze tun. Immerhin, es gibt noch ein paar Optimisten. Citigroup etwa sieht nochmal 10% bis Ende nächsten Jahres für die europäischen Aktienmärkte, weil wir so stark hinter den Amerikanern zurückgeblieben sind. Im Dezember allerdings hat man sich ein bisschen besser entwickelt. Lustig auch, was in England passiert. Da hat die Bank of England jetzt jene Pensionsfonds, die man retten musste. Man schwärzte die Namen dieser Beteiligten. Da gab es ja damals dieses Kippen von Pensionskassen, weil die Anleiherenditen in UK so deutlich gestiegen sind. Und wir sind ja immer sehr sicher, dass wir nicht die Geisterfahrer sind und schimpfen auf Leute wie Milley, die gewiss radikale Maßnahmen haben. Aber der hat ein Land, das komplett am Boden lag. Da ist wieder Hoffnung. Da sehen wir, dass die Zustimmung jetzt bei 62,4% liegt. Das sollte man vielleicht Herrn Merz mal sagen, der ja meinte, also der tritt sein Volk mit Füßen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und heute vor einem Jahr oder jetzt seit einem Jahr ist er Präsident. Der Aktienindex hat auf Dollarbasis 65% zugelegt. Anderes Thema, nochmal ein kurzer Hinweis auf das, was am Donnerstag passieren wird. Sie können sich da anmelden, wenn Sie das sehen wollen. Kostenlos, unverbindlich, einfach E-Mail-Registrierung. Und dann geht es um den Kryptomarkt. Und Sie wissen ja, ich bin ja ein Krypto-Fan durch und durch und werde mit einem Experten, nämlich Markus Müller, darüber sprechen. Ich packe Ihnen das Ganze unter das Video, ebenso wie den zweiten Teil. Da wollen wir uns jetzt mal absurde Dinge in den USA anschauen, wollen uns Bitcoin anschauen, da gibt es Interessantes. Und die neue Euphorie der Amerikaner, die sind geradezu high, all das im zweiten Teil, der Link wieder unten drunter. Jetzt sage ich Servus, bis gleich.